Hallo Leute, weiter geht's bei Yooka-Laylee. Ich glaube, wir stehen kurz vor dem Kampf gegen Capital B. Wir folgen ihm und wir wollen unser goldenes Buch zurückholen. Tschüss, Dr. Quark. Alles findet irgendwo in der Höhe statt, genau wie bei Grunthilda. Dummköpfe! Ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Ich glaube, auf dem Fahrstuhlknopf stand Schreibwarenlager. Euer Hausfriedensbruch findet hiermit ein Ende, schäbiges Duo. Ich werde euch überflüssig machen und die Pages werden mir gehören. Und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte des Universums neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes, kurzfristiges Wachstum! Oh oh. Capital B. Durch Crowdfunding finanzierter was Bösewicht vermutlich. Das Tonikum stand nicht auf Wendys Getränkekarte. Lass uns den Typen eine Lektion erteilen. Laylee, hä? Aber auf jeden Fall. Sie sind bereit. Ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Was machst du? Was zur Hölle machst du da? Tatsächlich eine Biene. Ich denke... Autsch! Okay, ich darf ihm nicht zu nahe kommen. Ja, wie mache ich den dann? Würden die mir was tun? Okay, die tun mir was. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wie? Oh Gott, ich habe gleich keine Energie mehr. Wie kann ich ihn verletzen? Scheiße, ich habe keine Energie. Ich wollte jetzt meinen Dings machen hier. Warum wird meine Energie nicht aufgefüllt hier drin? Warum? Ja, jetzt. Ja, super. Dauert halt nur ein halbes Jahr. Ha! Los! Immer schön zwischen die Beine. Okay. Erste Phase gecheckt, wie sie geht. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Und... Boom! Immer fester drauf hier. Ah! Okay, wo bist du jetzt? Da drüben. Okay, das dürften bestimmt dreimal sein, wo wir das machen müssen. Hier, friss das und das und das. Immer fester drauf. Aua, direkt in meine Aktien. Kann man sagen, ja. Quack, sie fauler Vogel. Senden Sie mir Firmi-Verstärkung. Und was immer Sie tun, passen Sie auf, dass Sie die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Was? Okay, erste Phase geschafft. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vorm Fließband. Oh, was zur Hölle? Immer in Bewegung bleiben. Die Viecher erledigen. Du noch? So? Da kommen noch mehr. Bisschen Energie wäre nicht schlecht. Autsch. Okay, ich werde es nicht schaffen, Leute. Ja.
Es war in Ordnung, jetzt zu verlieren. Ich habe zu lange gebraucht, um die erste Phase zu begreifen. Moment mal. Soll ich ein weiteres Tonikum holen, um mehr Energie zu haben? Ach Quatsch. Sollten wir auch so hinkriegen. Würde ich sagen. Okay, wieder Phase Nummer 1, die... Was zur Hölle? Warum wurde ich jetzt bereits wieder getroffen? Hier, immer schön in die Weichteile hier. Komm, mach was. Und? Was ist das hier? Fester drauf, fester drauf. Schön in die Aktien hier. Ich wurde schon einmal getroffen, das war nicht gut. So nah genug hin und... Was hast du davon, Idiot? Bam, 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 bam! Aber direkt in meine Aktien. Quark! Verstärkung, ja, ist gut jetzt. Ich muss gar nicht alle kleinen Viecher erledigen. Ich muss mir einfach nur Munition holen. Bla, 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 bla. Ein bisschen Energie wäre nicht verkehrt. Da drin ist Energie. Hab ich ihn? Treff ich ihn so überhaupt? Die Gegner können mir eigentlich egal sein, oder? Ja? Munition holen. Bam, getroffen. Ja, ich glaube, der geht. Ich treffe ihn auf jeden Fall immer wieder. Die Gegner laufen mir bestimmt einfach nur hinterher. Komm schon. Sind die Gegner überhaupt noch hinter mir? Das klingt auf Scheiße. Darf nicht im falschen Moment springen. Wäre fatal. Ja genau, in diesem Moment darf ich nicht springen. Da muss ich drauf achten, das ist bedrohlich. Na komm schon. Was hörst du denn, du Vollidiot? Das war gut knapp, glaube ich. Ich treffe ihn doch immer wieder. Ich muss was mit den Eiern machen, mit den Bären, auf jeden Fall. Scheiße, verdammt. Will der nicht bald mal verrecken hier? Ich treffe ihn doch immer. Verdammte Scheiße, ich mach was falsch. Oder auch nicht. Ha, zweite Phase geschafft. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Quark, aktivieren Sie die Wand- und Dachlaser. Oh nein. Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Was zur verdammten Hölle? Quark, Sie Vogelhirn! Huch, ich glaube, das Telefon klingelt. Ich gehe mal ran. Wo ist der? Oh, was? Scheiße. Ja. Ich habe nur noch einmal Energie. Komm schon. Hier muss man ultra schnell reagieren. Vorhin konnte ich ihn so angreifen, jetzt werde ich verletzt. Das ist sehr, sehr komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Habe ich nicht ganz verstanden. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt doch das Tonikum-Teil da, wo ich ein bisschen mehr Energie habe.
Ja, Try-and-Error-Prinzip, ne? Wenn ich halt nicht weiß, was als nächstes kommt, dann, ja, muss ich das auf die harte Weise lernen. Aber das ist normal. Grunthilda wurde von mir auch nicht in einem Versuch besiegt. Bestimmt nicht. Aber wenn man weiß, was man tun muss, sind die ersten beiden Dingens ja relativ leicht. Ja, genau, hier hinten war ja bereits eine Dingens hier, ne? Eine Wendy. Deswegen holen wir uns jetzt ein bisschen mehr Energie und dann versuchen wir es nochmal. Schau dir deine Spielwerte an. Ja, ja, haben wir schon mal gemacht. Aber als erstes möchte ich jetzt mal das Spiel quasi durchspielen. Wie viele Parts haben wir jetzt mittlerweile? Ich schätze mal so zwischen 50 und 55. Vielleicht, wo sind wir jetzt? 53, 54? So um den Dreh rum, würde ich sagen. So, Wendy, hallo. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Oder haben wir was Neues, Cooles gekriegt? Kuckuck. Unsichtbarkeitstrick währt länger. Nein, nein, nein. Ja. Einmal mehr Schmetterlinge, bitte. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann im Moment. Was musste ich da machen, als er von oben auf mich runterprasselt? Einmal konnte ich ihn ja verletzen, wobei einmal habe ich auch das Sonar ausprobiert. War das das Richtige? Ich habe es nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass ich was richtig mache. Naja, wir versuchen es weiter. Auf jeden Fall. Wir versuchen es weiter. Auf jeden Fall, zu leicht ist der Boss nicht. Ja, außer man weiß, was man machen muss, dann ist er vielleicht doch zu leicht. Aber ich will jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben. So. Und wenn man ab und zu im Kampf mal einen Schmetterling bekommen würde, das wäre nicht übertrieben. Das war sogar bei Banjo-Kazooie so. Ja, nach jeder Phase hat man einen Dings gekriegt hier. Eine Honigwabe, ja. Die konnte man sich aufsparen oder sie gleich nutzen. Das war super. Das war echt super. Aber hier hat man halt gar nichts. Aber mal abwarten, wie lange der Kampf überhaupt dauert. Okay, die erste Phase, die geht ja. Wenn man das Timing hat. Kann ich sie überspringen, bitte? Nee, kann ich nicht überspringen. Kacke. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig. Naja. Eine Skip-Taste wäre nicht verkehrt gewesen für sowas. Wenn man die Szene schon mal gesehen hat, dürfte man die eigentlich auch überspringen können. Naja. Ich kann sie auch nicht schneller reden lassen, das ist wirklich so gescriptet. Das ist eine Aufnahme. Das heißt eine Aufnahme, ein Video könnte man sagen. Ja, ja, komm jetzt. Lass uns jetzt kämpfen, du Typ. Du Sack. Komm jetzt. Diese Musik. Tadam. Ja, ja, Werthalgruß. Ah, Konzernfiesling. Ach, so ist das, ja. Okay. Gut. Laili, hau mir dem Vieh doch mal aufs Maul, würde ich sagen, ne? Ja, Laili nickt quasi bestätigend zu. Auf geht's! Ja, ja, du verdammter Idiot! Warum wurde ich schon wieder erwischt? Ja, so ist es nicht so gut, glaube ich. Das war jetzt überhaupt nicht so gut. Warum hat er mich direkt getroffen mit dem Ding? Und? Und Bums. Immer schön in die Aktien hier. Ja, das waren dumme Treffer. Das waren sehr dumme Treffer. Und nahe genug rankommen und... Sona! So. Erste Phase geschafft. Aua, direkt meine Aktien. Ja, ja. Okay, nicht mich um die kleinen Gegner kümmern, sondern einfach nur immer mit den Eiern. Mit den Bären, verdammt, mit den Bären. Auf ihn halten und seinen Schüssen ausweichen. So schwer ist es ja nicht. Okay, wir holen uns erstmal das hier. Zack. Habe ich nicht bekommen, scheiße.
Nehmen wir halt die andere Kiste. Na, und mach die bereit. Zack, und... Noms. So, jetzt sind wir bereit. Feuer! Wow, das war gut knapp, glaube ich. Autsch! Wie hast du mich jetzt erwischt? Bastard! Jetzt war... Okay, es wird wieder nix. Ja, warum ist er jetzt so geskillt im Zielen hier? Das finde ich jetzt gar nicht mal so gut hier. Es ist halt schwer, ihn so zu treffen. Wären die kleinen Viecher nicht da, könnte ich in die Ego-Sicht gehen. Ey. Warum ging es beim ersten Mal so gut und jetzt kriege ich es nicht mehr hin? Manchmal lässt er so ein Ding fallen, habt ihr gesehen? Dass ich das beinahe einsammeln könnte. Muss beim nächsten Mal sehen, was es ist. Jetzt wieder nicht mehr. Komm schon. Nicht zu nahe hingehen. Na komm schon. Ey, ich bin gleich wieder tot. Ich mach irgendwas falsch. Da, was ist das? Ah, das explodiert einfach nur. Okay. Ich hatte die Hoffnung, ne? Dass da Energie drin sein könnte oder so. Naja, jetzt wissen wir es fürs nächste Mal. Wie oft muss ich ihn denn treffen? Unglaublich viel, oder? Ja, ich könnte mich eh wieder treffen lassen, weil ich habe nur noch einen Treffer übrig. Naja, kann ich immerhin die letzte Phase nochmal testen. Bla 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 bla. Ja, bla 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 bla. Ja, bla bla bla. Okay, auf jeden Fall wird er jetzt wieder seine Body Slams zeigen. Und ich muss testen, ob ich ihn zuerst mit dem Sonar schädigen muss oder nicht. Fliegst du in die Luft? Ja. Hä? Wieso kann ich ihn nicht treffen so? Warum nehme ich Schaden dann? Das verstehe ich echt nicht. Naja, bevor wir es nochmal versuchen... Leute, das war leider ein nicht ganz so erfolgreicher Part mit Yooka-Laylee. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!